zu, Arte. Ja, ja, liebe Anne, liebe Ute, lieber Frank, lieber Dirk, ich begrüße euch hier auf das Allerherzlichste heute und ich freue mich sehr, dass ihr diesen kleinen Programmpunkt hier für Schützenfest mit uns hier gestartet habt. Dafür schon mal recht herzlichen Dank an euch. Natürlich begrüße ich auch alle anderen Vorstandsmitglieder, die hier anwesend sind, natürlich auch alle Mitglieder, die das zukünftig dann auch online verfolgen können. Ganz besonders grüße ich natürlich auch unsere Artillerie, die unser Schützenfest einschießt, und unsere musikalische Begleitung begrüße ich auch auf das Allerherzlichste hier. Herzlich willkommen. Ja, liebe Anwesende, liebe Mitglieder, wie wir letztes Jahr hier gestanden haben und hat uns dann einer gesagt, nächstes Jahr fällt euer Schützenfest aus, wegen einem kleinen Virus. Ich glaube, wir wären alle ins Lachen ausgebrochen und hätten gesagt, das gibt es nicht. Da sind wir gegen gewappnet, da gibt es was für. Das wird nicht so kommen. Nun stehen wir aber hier und es ist wirklich so gekommen. Dieser kleine Virus, der ohne Bomben im Gepäck und ohne Schießeisen im Gepäck uns sehr zu schaffen macht und dazu führt, dass wir unser Schützenfest hier absagen mussten. Das ist natürlich sehr bedauerlich für uns alle, aber ganz besonders für unsere beiden Königspaare hier, die natürlich im Vorfeld auch schon Vorbereitungen getroffen haben, sei es fürs Frühlingsfest oder sei es fürs Schützenfest, wo diese Vorbereitungen jetzt erstmal wieder einfrieren mussten. Umso mehr freue ich mich aber, dass ihr auch hier dran teilnehmt. Nun ist es natürlich so, dass so ein Virus alles lahmlegt. Aber auf der anderen Seite sage ich, vielleicht ist es auch hier und da mal gut gewesen, etwas Geschwindigkeit aus unserem Leben herauszunehmen. Denn wir lebten ja in einer Zeit, alles besser, alles schneller. Nur der Erste ist top, der Zweite ist schon der erste Verlierer. Und ich komme ja aus einer Zeit, wo es damals noch hieß, dabei sein ist alles. Und ich glaube, man sollte das auch wieder beherzigen, wo es denn heißt, so dabei sein ist alles. Weil es kann ja nicht sein, dass wenn irgendwo ein Wettkampf stattfindet, die 10 Besten von der Welt einen Wettkampf machen und den Zweiten dann schon auslachen, weil er einen Zweiten gemacht hat. Ich glaube, das ist das, was uns auch ein bisschen entgegenkommt durch den Virus, dass wir alle mal wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, so, es muss auch etwas, wieder etwas langsamer gehen. Nun aber stehen wir ja hier, um heute auch unseren verstorbenen Mitgliedern und den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Und das ist auch gut so. Es ist natürlich alles schlimm, aber wir stehen hier und wir leben. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass wir verstehen können, wir leben und wir sind gesund. Deshalb möchten wir aber auch hier jetzt und heute auch ein Zeichen setzen mit der Kranzniederlegung. Und zwar wird Dirk und Frank jetzt den Kranz niederlegen. Im Anschluss werden wir dann unseren verstorbenen Mitgliedern, die da waren, René Philipp Schüller und Robert Schwarzbauer, und den Gefahren der beiden Weltkriege hier die Ehre erweisen und eine Gedenkminute einlegen. Dirk und Frank, ich bitte euch nun, den Kranz niederzulegen. Vielen Dank. Ich bitte nun um eine kurze Schweigeminute. Vielen Dank. So, unsere musikalische Begleitung wird uns nun nochmal die alten Kameraden spielen. Im Anschluss daran, ich weiß nicht, ob die Artillerie noch was drin hat. Die wird dann noch ein paar Donnerschüsse loslassen, so damit auch jeder im Dorf weiß, Schützenfest hat auch begonnen. Und wir freuen uns darauf. Und ich wünsche allen ein paar schöne Tage, egal wo ihr die verbringt, ob mit Freunden, Zugkameraden oder sonst irgendwie. Aber denkt daran, Corona ist im Hintergrund
und passt auf, dass er euch nirgendwo ansteckt. In diesem Sinne, schöne Schützenfesttage. Thank you.